An das neue Lichtkonzept bei Globetrotter haben wir zwei Anforderungen gehabt. Die Energieeffizienz auf der einen Seite, den Wechsel von HIT auf LED haben wir jetzt für den richtigen Zeitpunkt bewertet. Die LED-Technik halten wir für ausgereift. Und die Lichtqualität, wir wollen hier bei uns im Store natürliches Licht haben. Wir wollen die Qualität der Ware damit untermauern. Wir wollen den Kunden zur Ware führen. Und diese beiden Faktoren haben wir nach langer Planung denn entschieden. Und es ist auch so ausgegangen, wie wir uns das gewünscht haben. Wir sind gut aufgehoben gewesen. Wir haben eine gute Vorarbeit vom Lichtplaner, von dem Herrn Vetter erhalten. Wir haben wirklich den besten Strahler aufgrund der Wahrnehmung ausgewählt. Das sind zufällig die Firma Octalight war. Das wusste keiner von uns vorher. Wir haben eine größere Auswahl an Strahlern wirklich unabhängig getestet. Und wir haben am Ende nur von unserer Wahrnehmung gelebt. Und die Ergebnisse, die messbaren Ergebnisse, haben das letztendlich untermauert, dass es ein sehr guter Strahler ist. Und die Abwicklung mit Octalight war einem solchen großen Projekt entsprechend gut und reibungslos gelaufen. Wir sind sehr zufrieden. Ja, unsere Kunden lieben ja das Leben draußen. Und genauso natürlich wollen wir auch das Licht hier im Laden haben, dass wir das so präsentieren, wie der Kunde das am Ende auch draußen beim Zelten, bei der Bergtour oder Trekking oder Radtour auch erlebt. Das ist eigentlich ein wichtiger Faktor. Den Anspruch haben wir an dieses neue Licht. Das Kundenverhalten hat sich insofern verändert, dass dadurch, dass natürlich unsere Dekoration viel besser ausgeleuchtet wird, die Kunden halt eine viel größere Aufmerksamkeit haben auf die einzelnen Artikel, sei es in den Rückwänden, sei es an den Puppen, die wir dekoriert haben. Sie sind viel näher an der Ware dran und die Artikel, die wir dekoriert haben, die besser ausgeleuchtet sind, gehen auch auf jeden Fall häufiger über die Ladentheke. Veränderungen in Bezug jetzt auf das neue Licht. Auf einmal war alles viel kräftiger, heller. Es war sehr, sehr ungewohnt. Man hat eigentlich dann erst gemerkt, in was für einer Dunkelheit man im Vorfeld gearbeitet hat. Es ist gerade für Augen sehr, sehr schwierig gewesen, in den dunkleren Lichtverhältnissen zu arbeiten, was im Nachgang Kopfschmerzen verursacht hat. Also das ist jetzt definitiv wesentlich angenehmer. Man arbeitet hier im Geschäft, im Laden und teilweise hat man halt auch keine Lichteinflüsse von außen, so dass man dann gar nicht weiß, ob Tag ist oder Abend. Da ist es wichtig, dass das alles gut ausgeleuchtet ist, dass man einfach fitter ist, dass man wacher ist und ja, dementsprechend dann auch mehr Spaß hat. Also der Effekt mit der neuen Lichtausstrahlung ist besonders zu sehen bei den Firmen, die mit sehr viel Farbe arbeiten, also sprich Arc'teryx oder auch Fjällräven. Da sieht man die Farbunterschiede enorm und das macht mir am meisten Spaß. Oder auch hier die Rückwände im Schuhbereich. Wir hatten früher überlegt, dass die Architektur im Vordergrund steht und nicht die Ware, die komplette Wand neu zu gestalten. Und durch die Lichttechnik werden die Schuhe richtig ausgeleuchtet, sodass die Schuhe wirken, nicht die Rückwand. Das ist genial geworden. Und natürlich ist es schön, ein authentisches Licht zu haben, was so kein anderes Warenhaus in der Umgebung hat. Ja, das ist ja ausschlaggebend, das Projekt, dass wir das gemacht haben. Wir machen das ja nicht nur, um Kunden damit glücklich zu machen, sondern auch uns. Deshalb haben wir natürlich eine Rechnung aufgestellt, inwieweit sich sowas amortisiert. Und wenn man sich überlegt, wir haben 4.600 Leuchten ausgetauscht hier im Laden, ist das eine Ersparnis, die sich dann die Investitionssumme insgesamt binnen kurzer Zeit amortisiert. Also wir sprechen von unter 3 Jahren, wo sich die Investitionssumme amortisiert. Es findet ein Kampf statt zwischen Online- und Offline-Handel. Das ist die Ausgangslage. Das, womit der Einzelhandel gewinnen kann, ist Emotionalisierung in dem Sinne, dass es Vergnügen macht, einzukaufen. Vergnügen macht, irgendwo hinzukommen und sich gut beraten zu lassen und dann das Gefühl zu haben, hier kann ich immer etwas finden, was mir Spaß macht und was mir gut steht oder was mir draußen in der Außenwelt wirklich dient und hilft und mich am Leben hält. Was wir machen, ist, dass wir reines, sehr farbintensives Licht verwenden. Und das ist immer noch sehr, sehr, sehr viel wirtschaftlicher als alles, was wir in der Vergangenheit zur Verfügung hatten. Und das erscheint dann so, als sei dieser Laden heller. In Wirklichkeit funkelt er nur mehr.
Das war ein toller Job, hier zu arbeiten, mit diesem Team, mit allen zusammen. Und das Schönste war, dass die Leute hier entschieden haben, welches Licht sie für sich brauchen. Und dadurch ein Ergebnis zustande kam, wo wir eigentlich zu keinem Zeitpunkt nasse Füße hatten, sondern vielmehr Urlaubsfeeling.